Moin Moin Leute, nach Elektro kommt jetzt Kotomi V. Die letzte Tin war ja nicht ganz schlecht. Schauen wir mal, was hier so drin ist. Ich glaube, ich sollte auch besser auf die Artworks eingehen. Ich habe nicht so sehr auf die Artworks geschaut diesmal. Mache ich eigentlich immer ganz gerne. Wir holen jetzt erstmal die Promo hier raus. Kommen sie raus, dann können sie reinschauen. Plastikmüll weg. Code weg. Diese wunderschöne Kotomi-Karte. Gefällt sie euch nicht auch? Ich finde die wahnsinnig schön. Hammerschön. Noch relativ gut gesandert. Und wir haben diesmal sogar einen Glurak-Booster bekommen. Wir haben alle Booster-Artworks. Riffex doppelt. Hatten wir bei der letzten nicht. Komischerweise. Dann, Sleeves sind auch bereit. Würde ich sagen, wir fangen mit dem Reflex Booster hier mal an. Anbauen. So, wir haben eine Unlichtenergie, ein rostiges Schwert, Chimsticks, das gute Urgel, ein Reprint aus Clash der Rebellen, Weberak, Chimsticks ist aus SWSH Base, glaube ich. Snomnom auf seiner hübschen Bank. Knackleon in der Wüste, das den Mond anschaut. Ein Kleptifuchs in Reverse und ein Kamal im Non-Holo. Erstmal nichts. Manchmal hatten wir auch einen Katapult reinscheinen. Mal gucken, was wir heute so ziehen. Vielleicht ziehen wir auch gar nichts. Wer weiß, wer weiß. Ein Luxio, Kotomi, Tuch von Team Yell, Bautz, das Artwork fand ich damals schon gut. Aber ich brauche es nicht doppelt. Ein Barmelin, das ist wenigstens ein neues Artwork. Sehr cute. Weberak, Morpeko hat auch schöne Artworks bekommen mit den anderen Pokémon so mit drauf. Potrot und Pepek. Chimpep, ein Gordrum in Reverse und ein Schlaraffel in V. Die ist, glaube ich, auch neu. Schöne Schlaraffel. Ein Schlaraffel in V. Das Eichhörnchen oder wie auch immer was das sein soll. Eine Stahlenergie, ein Chimsticks. Tuch von Team Yell, Luxio, Cortini, Evoli, Morpeko, Yanma, Kamehaps, das ist auch ein schönes Artwork. Ein Tuskain, eine Tuskain Reverse und ein Servol in Holo. Das ist auch ein schönes Artwork. Wenn die Tin jetzt bisher noch nicht so gegönnt hat. Aber immerhin eine V und eine Holo-Karte. So. Ein Dropius, auch ein schönes Artwork bekommen. Kotomi, ein Rotom, das hier sich anschaut, welche Produkte es als nächstes bestellt, zum Beispiel eine Waschmaschine oder einen Backofen. Cortini, Kupfanti, Weberak, Kamehaps, Tuska, ein Befehl vom Boss in Reverse und ein Manaphy Non-Holo. Hat aber auch ein schönes Artwork, meiner Meinung nach. Wie auch der Befehl vom Boss, da würde ich mich auch über eine sehr schöne Full Arts Trainerkarte freuen. Dann kommen wir schon wieder zum letzten Booster. Was? So schnell? Und die Codes könnten sie echt anders reinlegen, dann könnte man auch alles vor der Kamera machen. So. Eine Feuerenergie. Urgel, Gurgel, Tropius,
Balduin. Den gibt es ja auch schön in Full Art drin. Kleptifuchs. Knackleon. Jammer. Barmelin. Evoli. Auch ein schönes Artwork, meiner Meinung nach. So im Wasser schwimmt. Wird bestimmt zu einem Aquana. Ein Makabaya, ein kleines Shiny. Und ein Celebi. Und ja, die Karten, die kleinen Shinies, die haben die gleiche Textur wie die Hidden Fates Reprint Karten. Muss ich sagen. Die haben unten auch so leichte Riffelung. Das haben aber auch die Amazing Rares. Jo. Damit ist diesmal vielleicht das Kotomi V so der biggest Hit hier. Bedanke mich auch wieder fürs Zuschauen und haut rein, bis denne.